Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Ah, heute nicht im Livestream, gestern war schon ziemlich live. Hosenkobold, ist das vielleicht Julians Pyjama, den du da anhast? Ich glaube schon. So, Julian hat erstmal für Hosenkobold natürlich neue Sachen hergestellt. Und Julian wollte raus. Ich weiß allerdings jetzt nicht, wie viel Stims er hat, weil ich das alles noch nicht gemacht habe. Ich würde sagen, du gehst erstmal dahin. Ich werde nach dieser Folge dann loslegen und mal die ganze Woche rekapitulieren, sodass wir wissen, wer was hat. Und dann kannst du los. Dann wissen wir auch, wie viel Stims du hast. So, Cynthia Walker, du darfst ja erstmal in der Vault rumlaufen. Du hast kein Level-Up bekommen, das ist sehr schön. Tywin Lannister. Du bekommst auf jeden Fall schon mal einen Superkleber und ein Brahmin-Leder. Jetzt muss ich mal kurz hier hingucken. Zwei seltene Waffen brauchen wir noch. Okay, das kriegen wir hin. Vorkriegsvorstädter, das ist immer noch der von Hosenkobold, deswegen der darf ihn natürlich behalten. Nein. So. Reinhard Zufall. Nichts. Pyro. Immerhin die robuste Räderrüstung. Ne? Und ein Brahminleder. Yessin. Nichts. Monkey Sass. Ein Mikroskop und ein Globus. Fallout Boy. Ein Teddy und eine Schaufel. Pascolina. Wann holst du deinen neuen Charakter? oh Gott, da kriegt er aber einiges. Zwei Schaufeln, ein Mikroskop und ein Globus. Jetzt muss ich aber ganz kurz noch warten. Oh, mittelalterliches Outfit. Nice. Ich liebe es, Sachen zu sammeln. Ich bin der Sammler. So, Räderrüstung, Laborkittel kann weg. Förmliche Kleidung bleibt. Nice, wir haben extrem viele Sachen drin. Muss mal alles aussortieren, was wir nicht mehr benötigen. So. Ja, gut. Oh, Professorin-Outfit. Nice. Okay. Wir brauchen mehr Lagerfläche. Es ist schon maximiert. Der ist noch nicht maximiert. So. Nein! Ich hab's verkackt. Shit. Nein. Okay, dann mach das nächste Kind. Scheiße. Übrigens, weil in den Kommentaren wieder stand, gib mir irgendeinen. Nein, Leute, ich habe extra die Charaktere nummeriert. Wenn ihr mitmachen wollt, sucht euch eine Nummer davon aus und dann könnt ihr mitmachen. Und für die ganz Harten unter euch, ihr könnt selbstverständlich im Roleplay mitmachen. Dafür kommt ihr auf mein Discord. In der Beschreibung findet ihr den Link. Dann bekommt ihr einen Charakter, den ihr wollt, natürlich. Und dann könnt ihr wie die anderen quasi, ja, zusammen spielen. Das ist der Deal, Leute. Das ist der Deal. Ihr müsst schon auf Discord kommen, um mit den anderen zu spielen. Irgendwie habe ich den hier falsch geschrieben. Ich glaube mit S. Keine Ahnung. Salazar? Ich weiß, keine Ahnung. Wir werden das hinkriegen irgendwann. So, und er möchte, dass ich ihn umgestalte. So, was haben wir denn da? Ja? Nein. Nein. Gibt es hier eine Pennerfrisur? Ja, ich will ihn schon originalgetreu machen, ne? Das heißt, eher das hier. Ihr müsst euch diese Frisur vorstellen, nur irgendwie anders. So. Gesicht, Bart. Ah, ja, jetzt sieht das schon mehr wie ein Penner aus. Das könnte hinkommen. Das Problem ist, man kann nur Bart oder Accessoire machen. Oder man kann beides.
bei diversen Sachen. Aber das sieht noch ein bisschen zu gepflegt aus. Das kann ich nie machen. Es gibt einfach zu viele Möglichkeiten. Wir bleiben bei dem. Wobei das hier. Das hier trifft es eher. Das ist übrigens mein Arbeitskollege, der hier mitmacht. Beziehungsweise einfach nur dabei ist. Ich weiß nicht, aber die Haarfarbe. Ja, das trifft es eher, ne? Okay, alles klar. Er meinte zwar, ich soll ihn verunstalten, aber man kann hier in Fallout Shelter keinen verunstalten. Es sieht trotzdem irgendwie mal cool aus. Außer die Troller, die da kotzt weint. So, Baxi. Du hast nichts gefunden? Oh, nix. Oh, stimmt. Ach, der ist ja noch unterwegs, der Deadline. Oh, Lord Huntington bekommt einen Superkleber und ein Braminleder. Der ist nur 8 Stunden unterwegs. Junge. Naja, gut. Schwerer Waldanzug. Nice. Oh ja, das ist gut. Das ist richtig gut. Davon werden wir viele, viele, viele benötigen. So, jetzt kommt es zum nächsten Quest. Sprühlingsrituale, das kriegen wir noch hin. Und es ist nicht einfach, grün zu sein. Man braucht einen Strahlenschutzanzug. Ja, das ist 4 von 5. Wir sind noch nicht bei 5 bei 5, 5, 5, 5 von 5. Oder? Ist 4 von 5 jetzt die letzte oder ist 5 von 5 die letzte? 5 von 5 müsste die letzte sein, oder? 5 von 5. Zero spricht deutlich. Ich glaube, 5 von 5 ist das letzte. Okay, Leute, wir brauchen für den hier ein paar Leute. Und heute gehen wir Richtung Sprühlingsrituale. Und zwar mit. Ach, der Löwe wollte damit machen, ne? Gucken wir mal, auf welchem Level der jetzt ist. 12. Perfekt. Das ist das, was du brauchst. Ah, die Waffe ist jetzt nicht unbedingt die beste. Aber gut, dann haben wir Mrs. Handy. Wollte noch jemand mit? Also Pascal und Pyro, ihr könntet als nächstes da auf jeden Fall hin. Aber 4 sind zu viel. Ja, gut. Ich glaube, wir haben jetzt zwei zusammen, ne? Müsste passen. Es müsste eigentlich passen. Also, wir haben der Löwe. Gucken, ob er heil ist, ja. Und Mrs. Handy. Mrs. Handy im Lagerhaus. So, der Löwe. Und Mrs. Handy. So, ihr geht los. Ich denke mal, 10 werden reichen. Ich will jetzt nicht alles verballern, was wir haben. Oh, du bist glücklich. Das wird schon hinhauen. Ich glaube an euch. So, Jungs, gehen mal alle dahin. So, Tywin Lannister, Bugsy, alle laufen sie hier noch rum. Es wäre cool, wenn man in Fallout Shelter halt wirklich den Leuten direkt zuweisen könnte, wenn du vom Ödland wiederkommst, geh in diesen Raum. Das wäre so genial gewesen. Ich hoffe ja immer noch, dass irgendwann ein Fallout Shelter 2 rauskommt. Das wäre cool. Toll. Oh, Joshua. Ah, Joshua wollte doch irgendwas. Ach, der wollte raus. Stimmt. Joshua, dann geh raus. Warst du nicht einer derjenigen? Nee, 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 warst du nicht. Dann gehen wir dahin. Zusammen mit ihm. Und du, Pasco, Alt Pasco, du bleibst mal da.
So, ich habe dich auf Stufe 5 zurückgesetzt. Ich weiß nicht, war das 5 oder 6? Keine Ahnung. Ich habe es einfach 5 gemacht. Da dachte ich mir, komm, heute bin ich mal großzügig. So, mit diesen Leuten hätten wir insgesamt 15 Leute in der Vault. Das haben wir immer noch nicht geschafft, ne? Schade. So, Fallout Boy läuft hier noch rum. Reiner Zufall. Büro. Also im Endeffekt will ich das so planen, dass alle, die nicht am Roleplay teilnehmen, die werden in der im unteren Teil der Vault leben. Und diejenigen, die bei der Vault, beim Roleplay mitspielen, die werden im oberen Teil der Vault leben. Oder, nee. Das Problem ist, wenn sie oben leben, müssen sie natürlich die Raider abfangen, ne? Und wenn sie unten leben, sind sie weit weg. Aber eigentlich wäre es logischer, wenn sie unten leben. Also sind sie so weit weg von der Tür. Aber rein von der Theorie her müssten sie unten leben, sonst kriegen sie die ganze Scheiße ab. Was sagt ihr, Leute? Sollen die Roleplayer unten leben oder sollen die Roleplayer oben leben? Schreibt es bei mir in die Kommentare oder in Discord. Können wir das zusammen einfach bestimmen? Und dann schauen wir, was wir machen. Es hat beides seine Vor- und Nachteile. Vorteil wäre natürlich die Übersicht. Wäre natürlich leichter, alle zu ordnen und direkt in die Räume zu stecken, währenddessen sie reinlaufen. Ja, schwer zu sagen. Alter, nimm dir mal ein Beispiel. Guck mal, wie schnell die waren. Deine Zähne strahlen so wie bei einem abgefressenen Skelett. Ja, das liegt an der bläulichen Farbe, die ich ihm gegeben habe. Da strahlt alles. Oder grünlich. Türkis. Türkis ist hier das Stichwort. So, überlebe 6 Red Scorpion. Okay, komm. Probieren wir es einfach. Probieren wir es einfach hier, dass hier ein Red Scorpion kommt. Ich möchte der Quest endlich mal irgendwie einen Schritt vorankommen. Man kommt einfach nicht voran, weil einfach kein Skorpion kommt. Wieso bist du... Achso. Ich wollte gerade sagen, wieso ist der Hund da alleine im Raum? Komm schon. Gönnt mir einen Skorpion. Nur einen. Können die überhaupt durch sowas kommen? Ja. Okay, es funktioniert. Aber die haben alle scheiß Waffen. Aber... wir können gleich ein bisschen was umgestalten. Und zwar, wenn wir immer ein Auge drauf haben. Na, du hast eine gute Waffe. Ach du Scheiße. Oh, okay, das war schon mal ein Skorpion. Wer hatte von euch die Scheißwaffe? Einer von euch hatte eine Scheißwaffe. Wo ist der andere Vault Explorer? Wo ist der andere Vault Explorer? Nein, ich komme hier durcheinander. Vault Explorer. Der hatte eine Scheißwaffe, das weiß ich. Im Generator-Chill der. Ach, das ist die Farbe, die ihn so verraten hat. Du hattest eine Scheißwaffe. Dir gebe ich das Gauss-Gewehr, was ich fälschlicherweise gebaut habe. Und jemand anderen kriegt dann deine... Was hat das überhaupt? Plasmapistole, ne? Die Plasmapistole ist eh kacke. So. Na, immerhin haben wir jetzt zwei Waffen jemandem gegeben. Okay. Wir werden wahrscheinlich nicht noch einen Skorpionangriff hinbekommen. Das war schon ein guter Zufall. Aber nochmal. Ich glaube nicht, dass das was wird. Ja, wir brauchen nur noch einen Red Scorpion-Angriff. Ein einziger. Hat jeder von euch eine Waffe? Ja. Weil die Waffen sind echt schäbig. Deswegen sind auch die Vault Explorer da. Die Vault Explorer müssen mal die Vault hier ein bisschen aufbessern. Oh Gott, klick, 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 klick.
Ich kann nicht überall gleichzeitig sein. Ich klicke doch schon wie verrückt. Nein, einer ist gestorben. Oh, verdammt, der ist weg. Oh nein, da stand überlebe einen Angriff, ne? Nein. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh, super, da ist doch nichts. Okay, das ist dezent scheiße. Übrigens, ich glaube, ab 60 kommen die Todeskrallen, ne? Das heißt, wir müssten uns eigentlich ein bisschen bemühen. Wie lange wollt ihr noch tanzen? Verdammt. Kannst du irgendwo hingehen, wo Leute sind? Bemühen, die Leute irgendwie auszurüsten. Ich würde euch gerne nehmen und auf eine Quest gleich gehen. Na super. Lero muss es jetzt reißen. Hauptsache du schaffst es, aber es bringt halt alles nichts, weil überlebe 6 Red-Skorpion-Angriffe ohne Opfer. Wir haben schon ein Opfer gehabt. Ich konnte nicht schnell genug klicken. Hä? Ich habe schon gehört, dass er... Aber der läuft da doch... Egal. Der lief da zwar noch rum, aber egal. Okay, einmal probieren wir es noch hier. Wir hatten relativ viel Glück mit den Skorpionen heute. Ich möchte diesen Tag nicht verstreichen lassen, nur weil wir keine Zeit mehr haben. Okay, komm, 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 bitte. Jawohl. Aber wir haben heute so viel Glück. Wir müssen gleich noch einen Skorpionangriff versuchen. Aber dafür müssen dann unsere Roleplayer hinhalten. Die Waffen sind auch maximal scheiße. Ist er tot? Ah! Ja. Das ist mehr, als ich vertragen kann. Okay, komm. Wir haben so viel Glück. Gib mir noch einen Skorpionangriff. Oh, da kommt was aus dem Boden und... Es ist wieder ein Skorpion. Ach du Scheiße. Aber guck mal, wie die mit denen fertig werden. Junge, okay, komm. Alles oder nix. Ach so, hier steht der Red-Kakerlaken-Befall. Und ich achte die ganze Zeit auf den Boden. Ja, komm. Die haben es drauf, die Jungs. Die haben es drauf. Hier können wir schaffen. Ich will diese Lunchbox heute öffnen. Red-Kakerlaken. Mm. Jungs, ihr seid meine besten Leute. Ihr kriegt das hin. Maulwurfsrattenbefall. Ach man, dieser eine. Dieser eine Befall, den wir nicht hingekriegt haben. Der ist schuld. Wir haben, glaube ich, sogar noch einen Platz, ne? Hier, Sir Zero, du bist auch noch sehr stark. Komm schon, komm schon. Ja! Ist das der letzte? Ja. Okay, nice. Wir hatten jetzt so viele scheiß Lunchboxen. Gib mir bitte irgendwas. Ein Brahminleder, alles klar. 100 Kronkorken, okay. 50 Wasser. 500 Kronkorken jetzt schon. Das heißt, es können keine 500 Kronkorken mehr kommen, oder? Also gib mir den Scheiß! Plus 32% Moral. Ah. Gut. Ist nicht die beste Katze, aber es ist irgendeine Katze. Und sie wird nicht so teuer sein. Es sei denn, ich google mal, was bringt uns Moral. All out. Shelter. Moral. Gucken wir uns mal das an.
So, ja, nee, das bringt mir gar nichts. Fallout Shelterhaustiere, Zufriedenheit. Ja, was bringt Zufriedenheit? Ich will nicht wissen, wie ich es erhöhe. Ich will wissen, was es mir bringt. Können Bewohner im Spiel Fallout Shelter an Altersschwäche sterben? Oh Mann. Ich glaube nicht, dass es geht. Moral. Ja, hier steht überall nur, wie man Moral erhöht, aber was bringt Moral? Ich meine, mir ist klar, was Moral bringt. In erster Linie. In erster Linie natürlich mehr Ressourcen. Aber was juckt das die Roleplayer? Das ist hier die Frage, ne? Wahrscheinlich eher weniger. Na gut, ich bin enttäuscht. Mal wieder. Erhöhe Intelligenz von 6 Bewohnern. Die Quests werden nicht besser. Wolltet ihr nicht irgendwie, keine Ahnung, ein Kind zeugen? Überlassen wir es uns in der nächsten Folge. Also, ich glaube, das wird heute nichts mehr, wenn wir warten. Leute, wir sehen uns in der neuen Woche am Montag wieder. Frische Montag aus der Spätschicht heraus in die Frühschicht. Haut rein, euer Zero. Tschüss.